Hallo Messerfreunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns von Hog Knives ein meiner Meinung nach unterbewertetes Modell an. Aber natürlich aufgrund des Designs hat es wahrscheinlich nicht so viele Liebhaber wie halt andere Modelle. Aber ich finde es von Verarbeitung her und ja, das ganze Paket eigentlich wirklich ein krasses Teil. Hier haben wir das Modell X5 mit der 4-Inch Klinge in der Wharncliffe Ausführung. Black Finish, Black Aluminium, G-Maskus, Inlays, kommen wir noch darauf, mit CPM 154 Stahl. Einfach, also einfach gute Zutaten. Und hier im geschlossenen Zustand sieht das Ding auch wirklich abgefahren cool aus, mit diesen schönen Alu-Griffschalen rundherum. Wir sehen hier schon Buttonlock, wir haben hier noch einen Verschlussmechanismus, massiver Flipper-Tab, coole Form. Clip ist umsetzbar, dafür ist extra ein zweiter dabei und wir haben hier dieses G-Maskus, also soll wohl Anlehnung sein, ein Thai-Maskus, ist einfach hier so ein G10 Verbundmaterial, so eine Mischung aus verschiedenen Schwarz- und Grautönen, aber ist einfach ne, G10 halt, so farbiges, unterschiedliches G10 oder vielleicht ist vielleicht noch was anderes mit reingemischt, Carbon oder so, egal, lassen wir es mal hier, ist auf jeden Fall so eine Art G10 Griffschalen hier integriert. Was dem Ding auch einen schönen Grip verleiht, weil sonst sind glatte Aluminiumschalen einfach ein bisschen flach, schwach von der Traktion. Flipper ist wirklich irre. Das Ding hat einen wahnsinnigen Detentkraft, was aber halt hier diesem Buttonlock vielleicht geschuldet ist. Aber ich finde es cool, weil das Ding sitzt wirklich hammermäßig drin. Das Ding hat kein Spiel und du musst, wenn du das hier das erste Mal drückst mit normaler Kraft, denkst du, ah, ist das vielleicht verriegelt? Aber das muss im geschlossenen Zustand nicht verriegelt sein, weil das hat hier so viel Power, so viel Spannung hier drauf. Dass die Klinge hier drin hält, das ist wirklich extrem. Den Verschluss kann man nämlich auch nur im geöffneten Zustand verwenden, um die Klinge dort zu arretieren. Hier musst du wirklich richtig massig Druck aufbauen und dann flippt das Ding richtig gut. So, und jetzt haben wir hier halt so, sage ich mal, das fertige Designstück. Wir sehen hier wieder den Designer, ne? CPM 154. Hog Knives USA Modell X5. Ja, und ich denke, das ist eben das, was wahrscheinlich nicht so vielen Leuten gefällt. Denn das macht sich eben den Preis bemerkbar. Das war mal ein Taschenmesser, das so um die $450 gehandelt wurde. Dann aber ziemlich schnell auf unter 300 Euro bzw. Dollar gefallen ist. Und da jetzt irgendwo unter 300 gehandelt wird, weil ich denke, ja. Die Form muss man mögen, da wird es wahrscheinlich dann nicht so viele Fans davon geben. Mit dieser Klinge. Aber die Handlage ist wirklich Hammer. Das Ding liegt sagenhaft gut in der Hand und ich denke mit anderen Klingen könnte das ein erfolgreiches Modell sein. Aber irgendwie hat halt das Design das Ding erstmal ein bisschen runtergezogen. Und ja, hat die Preise natürlich dann da wirklich gedrückt. Darum denke ich, findet das Messer nicht so viel Beachtung. Buttonlock ist wirklich massiv hier drin. Was wirklich schön ist, man kann das Ding dann einfach drücken und fallen lassen. Ne? Und es hält hier immer an, weil ab hier kommt wieder dieser extreme Widerstand zum Tragen und man muss es richtig feste zudrücken. Aber das finde ich gut. Das ist so ein richtiges Messer mit Widerstand. Oder? Du brauchst Dampf beim Aufmachen. Dann hast du das Gefühl, es wäre ein Assistant. Es schließt sich wunderbar bis hierher und dann drückst du es ein und das ist der wohl am stärksten ansogende Detent, den ich hier erlebt habe. Aber funktioniert super. Und hier hast du natürlich jetzt die Möglichkeit im offenen Zustand, wenn du sagst, ah ja, okay, Buttonlock ist jetzt vielleicht nicht so hardcore wie ein Framelock oder ein Triadlock, aber du kannst hier das mit diesem Schieber hier mit dem richtigen Klicken verriegeln und dann geht der auch nicht mehr rein. Und dann sitzt diese Klinge hier in diesem Aluheft bombenfest geöffnet. Hat auch null Spiel, also das ist ein richtiger Panzer. Aus CPM 154 und Alu. 4-Inch Klinge über 10 cm. Und ja, wenn das jetzt hier nicht diesen Knick hätte in dieser Wharncliffe Klinge, sondern ich sag mal, das eher mal so wie eine Sandoku Klinge vielleicht gerundet wäre, würde die Geschichte vielleicht auch nochmal anders aussehen und hätte dann wahrscheinlich auch hier so wunderschöne Schneideigenschaften. Es ist trotzdem schön schlank, liegt super in der Hand und durch diese G10-Einlagen auch guter Griff, guter Grip. Also ich finde das Ding gar nicht mal so schlecht. Durch diese Klingenform passt das hier natürlich dann auch schön in diesen schlanken Griff rein.
Ja. Aber wie gesagt, halt schon ein bisschen extremes Design. Spyderco Tenacious. Ja, wirkt richtig klein dagegen. Ja, das ist schon Brocken. Aber trotzdem leicht, klar, durch das Alu ist das nicht so dramatisch. Für die Größe von Messer. Ich finde es klasse zum Öffnen und Schließen. 161 Gramm. Tenacious. 114. Ist echt klasse, der Flipper. Muss so ordentlich drücken, dass was geht. Na, hier haben wir 10,3. Hier hinten 23,8. Also ausgewachsen groß. Lass noch schnell die Klingenstärke an. Ja, für das Ding hier schlanke 3,8. Und hinter der Schneide kräftige 0,7. Also ein robustes, großes Taschenmesser für, sage ich mal, ja, Fans von Wharncliffe-Klingen, die mit sowas umgehen können. Aber Qualität, top. Und mit dem Buttonlock und dem Verschluss, cooles Taschenmesser. Aber wie gesagt, etwas exotisch, darum führt es ja so ein bisschen den exotischen Status. Hogknives. 34 549 x5. Tja. War auf jeden Fall ein Video wert. Ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.